Das erste Einzel im Match Nürnberg gegen Augsburg wird ausgetragen zwischen Bubu und The Punisher 96. Die erste Chance für Bubu lässt nicht lange auf sich warten. Schöner Dreieckpass auf Ishak. Jawohl, 1:0 für Nürnberg nach bloß 9 Minuten. 20 Minuten später. Punisher stürmt durch die Mitte. Der Ball wird abgelaufen von Bubu. Der kombiniert sich durch. Schöner Doppelpass. Tor. Führung ausgebaut von Nürnberg. Es bleibt beim 2:0 bis zur zweiten Halbzeit. In der 51. Minute dann erste Lebensgeister von Punisher. Schöner Dreieckpass an die Grundlinie. Gibt rein in den Strafraum und schiebt rein. Anschlusstreffer für Augsburg. Die Partie damit noch lange nicht abgeschrieben. In der 58. Minute die nächste große Chance. Punisher leitet wieder mit Dreieckpass ein. Täuscht den Richtungswechsel an, kombiniert sich schön durch. Und da ist das Ding. Ausgleich zum 2:2. Es folgt eine längere Durststrecke. Aber dann, Bubu kombiniert sich wunderbar in den Nürnberger 16er. Kommt zum Abschluss und der ist drin. 3:2 für Bubu und das kann Punisher auch nicht mehr einholen. Das Einzel auf der PlayStation geht an Nürnberg. Weiter geht's im zweiten Einzel auf der Xbox. Hier misst sich der Nürnberger Neuzugang Subaru Maiki aus Japan mit Flip 1989. Und der dreimalige japanische Meister legt direkt los. Wunderschöner Dragback. Schuss unter Bedrängnis. Und er trifft 1:0 für Subaru Maiki. Aber Flip gibt sich keine Blöße. Es geht direkt in den Nürnberger Strafraum. Super Dragback, Pass mit der Hacke, weitergeleitet, Schuss aus der Drehung und drin! Der sofortige Ausgleich für Augsburg. Dafür passiert bis zur 62. Minute erstmal nichts mehr, aber dann meldet sich Subaru Maiki zurück. Schirmt gut ab, hat viel Glück im Zweikampf. Dreieckpass findet genau die Lücke und er muss nur noch ins lange Eck schieben. Erneute Führung für den Japaner von Nürnberg. Flips Antwort lässt erneut nicht lange auf sich warten. Eckball in der 70. Sehr kurz ausgeführt. Pass in den Strafraum. Da spielt der Subaru Maiki schwindelig, leitet weiter und feuert den Ball vorbei am Keeper, dass der nur noch doof gucken kann. Es bleibt beim 2:2. Die Partie endet unentschieden. Das Doppel zwischen Kevin und Serhatinho aus Nürnberg und den Augsburger Bederke-Brüdern Flip und Yannick verläuft dagegen geradezu ereignislos. Szenen wie diese stehen Pate für die gesamte Partie und man trennt sich torlos. Nürnberg nimmt am Ende 5 Punkte aus dem Match mit, Augsburg 2 Punkte. Während Nürnberg im Tabellenmittelfeld ansiedelt, kommt Augsburg nicht von den Abstiegsplätzen herunter. Für weitere Infos besucht esports.com oder die offizielle Seite der Virtual Bundesliga.